Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geehrte Geschwister im Islam, wir haben seit geraumer Zeit mit einer Reihe begonnen, über Ashbuhat zu sprechen, über Scheinargumente oder Fittern, die in den Köpfen der Muslime vor sich hinschweben und ein Muslim vielleicht durch die Anschuldigung von Atheisten, von Kuffar, die ein Argument gegen den Islam bringen, sich extrem beeinflussen lässt von so einer Schuhat. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, warum sollte ein Muslim überhaupt noch gute Taten begehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eh schon alles niedergeschrieben hat, ob diese Person in das Paradies oder in das Höllenfeuer hereingeht. Und wir haben ausführlich auf diese Frage beantwortet. Heute, bi'idhnillahi s-sami' al-alim, so werden wir eine weitere Shubha, ein weiteres Scheinargument beantworten. Und zwar gibt es Leute, die sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon den Ausgang der Menschen kennt, ob sie in das Paradies oder in das Höllenfeuer hereinkommen, warum hat er sie dann überhaupt erschaffen? Warum sollen sie diese Zeit auf der Erde verbringen, damit sie dann sowieso bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie schon niedergeschrieben hat? Ebenfalls ein Scheinargument der Atheisten. Manche Muslime haben sich davon beeinflussen lassen und sie da, es gibt Leute, weil sie nicht zu den Gelehrten des Islam zurückkehren, so fangen sie an, an ihrer Religion zu zweifeln, aufgrund einer Schubha, ein Scheinargument von einem Käfer. Und das ist sehr traurig, liebe Geschwister, dass wir zumindest ganz gleich, wie unwissend wir sind, dass wir immer wissen, wir können zu den Leuten des Wissens zurückkehren. Fas'alu ahla dhikr. In kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute des Wissens, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr nicht weiter wisst. Und wenn wir diese Leute nicht fragen, dann wird Shaitan uns diese Frage beantworten. Und wenn Shaitan dir eine Frage beantwortet, dann hat er nicht eine gute Absicht dahinter, sondern er möchte dir noch mehr einflüstern, auf dass du vielleicht sogar Zweifel an deiner Religion bekommst. Allahumma thabbitna ala din al-haq ya rabbal alamin. Warum hat Allah uns erschaffen? Er weiß doch, ob wir in das Höllenfeuer oder in das Paradies hereingehen. Er könnte uns erschaffen und gleich, je nachdem, wofür er uns geschrieben hat, in das Paradies eintreten lassen oder in das Höllenfeuer hereinwerfen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu erschaffen. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, er wurde in seiner Zeit geschlagen. Ihm wurde wehgetan. Er musste auswandern, die Hijra vollziehen. Und Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu wurde auch noch bezichtigt, dass seine Tochter Aisha radiallahu anha die reine Sinna begangen. Warum soll eine Person all das erleben, wenn sowieso für ihn feststeht, dass er in das Paradies geht? Warum soll er überhaupt diese Prüfungsphase auf der Erde durchmachen? Und genauso Pharaon. Pharaon, la'natullah alayh, er war einer der schlimmsten Köpfe des Kufr. Er hätte sofort, nachdem Allah Azzawajal ihn erschaffen hat, sofort in das Höllenfeuer hereingeworfen werden können. Aber warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses ganz anders bestimmt, als wie wir es uns vielleicht logisch vorstellen würden? Liebe Geschwister, erstmal sollten wir wissen, der Koran und die Sunna antworten auf unsere Frage. Nicht dein Verstand und nicht dein Shaitan, und nicht deine Hauer, dein Gelüst, sondern einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter. Und wenn wir dieses verstehen, dann werden wir auch, wenn wir mit Kuffar diskutieren, nicht eine Unterredung führen, die von unserem Verstand ausgeht. Das ist fatal und das machen nur Unwissende. Sie diskutieren über Themen und bringen ihren eigenen Verstand zur Geltung. Das ist falsch, sondern wichtig ist und richtig ist, dass du aus Koran und Sunna antwortest. Ob den Leuten das gefällt, ob sie zufrieden sind mit den Antworten, das ist nicht unser Problem. Denn wir, alhamdulillahi rabbil alamin, wir Muslime glauben an jeden einzelnen Buchstaben im Koran. Und derjenige,
der nur einen einzigen Buchstaben aus dem Koran leugnet. Und ich sage nicht ein Wort oder eine Ayah oder eine Sura. Wer nur einen einzigen Buchstaben aus dem Koran leugnet, dieser ist ein Kafir, ein Murtad, einer, der den Islam verlassen hat, und dieser hat mit der Religion des Islam nichts zu tun. Das ist unsere Religion. Entweder bist du ein Muslim, dann glaubst du an die Wörter Allahs, subhanahu wa ta'ala, oder du bist etwas anderes, dann kannst du glauben an was auch immer du willst. Aber wenn du ein Muslim bist, dann hast du auch Regeln in dieser Religion. Und eine dieser Regeln ist, dass du glaubst, der Koran ist von Allah, subhanahu wa ta'ala, und er ist geschützt und niemals, höre zu, niemals wird er gefälscht werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna nahnu nazzalna dhikr, wa inna lahu lahafidun. Wir haben die Ermahnung herabgesandt, den Koran. Und wir werden ihn beschützen, behüten, bewahren. Niemand kommt zwischen der Bewahrung Allahs und der Fälschung des Korans. Niemand. Weil Allah das schon bestimmt hat, dass er diesen Koran, walhamdulillahi rabbil alamin, beschützt. Und siehe da, seit über 1400 Jahren lesen wir den Koran, walhamdulillah, und wie viele Feinde im Laufe des Islam wollten diesen Koran fälschen, aber Allah, was auch immer er beschützt, bleibt beschützt, walhamdulillah. Und das ist unsere Religion, liebe Geschwister. Pharaon hätte sofort in das Höllenfeuer hereingeworfen werden und dann wäre die Sache erledigt. Er ist sowieso für das Höllenfeuer geschrieben worden. Warum dann die Prüfung auf dieser Erde? Erstmal hat Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, bestimmt, dass er einen Menschen auf diese Erde einsetzt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Und als Allah zu den Engeln sprach, subhanahu wa ta'ala, eine Schöpfung, die er erschaffen hat, eine Gattung von einer Schöpfung, die für uns unvorstellbar ist, er hat aus Nur, aus Licht Engel erschaffen, die weder essen noch trinken. Und diese Engel machen nichts anderes, außer was Allah azza wa jal subhanahu ihnen befohlen hat. Diese Engel, so sprach Allah azza wa jal zu ihnen. Er sagte zu ihnen, ich werde einen Khalifa auf der Erde einsetzen. Ein Khalifa, leider gibt es Irregehende, die denken, Khalifatullah bedeutet hier, dass er sozusagen stellvertretend oder repräsentativ für Allah Azza wa Jal steht. A'udhu billah. Möge Allah Azza wa Jal uns vor so einer Aqida bewahren. Das bedeutet, dass Allah Azza wa Jal Adam auf die Erde gebracht hat, damit eine Generation nach der anderen dieses Leben leben, was Allah Azza wa Jal für sie bestimmt hat. Das ist alles. Das bedeutet Khalifa. So sagten die Engel, nachdem Allah Azza wa Jal ihm dieses verkündet hat, willst du jemanden auf der Erde einsetzen, der Übles tut und Blut vergießt, während wir deine Heiligkeit rühmen? Allah Azza wa Jal sagte zu ihnen, ich weiß, was ihr nicht wisst. Subhanak Rabbana. Das ist Allah Azza wa Jal, der bestimmt hat, dass er Adam alayhi salatu wasalam auf die Erde setzt, damit Generation nach Generationen von Adam alayhi salatu wasalam auf dieser Welt leben. Das ist die Bestimmung Allahs Azza wa Jal. Ja, warum hat Allah Azza wa Jal überhaupt Menschen erschaffen? Allah Azza wa Jal, einer seiner Namen ist Al-Khaliq. Al-Khaliq bedeutet der Erschaffer. Und zu einem Erschaffer gehört es, dass er erschafft. Und deswegen hat er die Menschen erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Zu einem Khaliq, zu einem, der erschafft, gehört auch, dass er erschafft. Allah Azza wa Jal ist Ar-Rahim, das bedeutet barmherzig. Dann gehört auch zu seinen Eigenschaften, dass er barmherzig ist. Zu wem? Zu denjenigen, die ihn um Vergebung bitten. Zu denjenigen, die sich ihm unterwerfen und seinen Gesandten Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen ist er Rahim. So wird Allah Azza wa Jal Leute erschaffen, die immer wieder zu ihm zurückkehren. Die immer wieder reuig zu ihm zurückkehren. Und Allah Azza wa Jal ist auch Shadidul Iqab. Derjenige, der eine schwere Strafe für die Verbrecher festgesetzt hat. Also muss es auch Leute geben, die diese Strafe verdienen. Das sind die Namen und Eigenschaften Allahs. Sie kommen auch zur Geltung, liebe Geschwister. Und so hat Allah Azza wa Jal Adam alayhi salatu wassalam erschaffen. Und subhanallah, Allah Azza wa Jal
so wie wir das letzte Mal auch betont haben, hat schon ein Versprechen von allen Menschen genommen. Was für ein Versprechen? Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah erwähnt die Gegebenheit, als er Adam alayhi salatu wassalam vor sich gestellt hat und alle Generationen, die nach Adam entstehen werden, dass Allah Azza wa Jal sie vor sich ausgebreitet hat. Und er sagte und nahm ein schweres Zeugnis von dieser Schöpfung. Er sagte zu ihnen, bin ich nicht euer Herr? So sagten sie, doch, du bist unser Herr. Alle haben den Tauhid bestätigt. Alle haben bestätigt, dass es nur einen einzigen anbetungswürdigen Rabb gibt und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und schau, wie die Masse der Menschen jetzt dieses Versprechen vergessen hat und alles andere anbetet außer Allah. Aber ein Muslim betet nur Allah azza wa jalla an und außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nichts anbetungswürdiges, liebe Geschwister. Wer kann dir nutzen oder schaden? Wie Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist da, der dieselbe Macht oder dieselbe Kraft oder dieselbe Fähigkeit hat wie Allah subhanahu wa ta'ala? Du weißt doch selber, dass niemand anderes die Himmel und die Erde erschaffen hat außer Allah. Du weißt doch selber, dass niemand die Menschen erschaffen hat außer Allah. Und du weißt auch, dass niemand alle Angelegenheiten regelt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Glaube von einem Muslim, liebe Geschwister. So sind Generationen entstanden. Und sie haben gelebt, das Leben, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat. Dann jetzt sind wir immer noch nicht zu unserer Antwort gekommen. Warum hat Allah sie nicht gleich für das Paradies oder für das Höllenfeuer bestimmt von vornherein und sie dann auch gleich in das Paradies oder in das Höllenfeuer hereingeführt? Warum dieses Leben, diese Prüfung auf dieser Erde? Allah azza wa jal erwähnt, وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala mit den Wörtern der Kuffar, wenn Allah ihnen keinen Propheten geschickt hätte und keine Bücher dagelassen hätte, so beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, was diese Verbrecher sagen. Sie werden sagen, hören zu, Wörter, wallahi al-azim, die für uns letztendlich eine Bestätigung sind, warum sie als Kuffar sterben. Das ist der deutliche Beweis. Allah Azza wa Jalla sagt subhanahu wa ta'ala, wenn wir sie vernichtet hätten, das heißt, wenn wir sie der Strafe unterzogen hätten, bevor ein Gesandter zu ihnen geschickt worden wäre, aber Allah hat einen Gesandten geschickt, er hat mehrere Gesandte geschickt, aber sie sagen, wenn kein Gesandter zu ihnen geschickt worden wäre, wenn Allah sie gleich dort hereingebracht hätte, wofür er sie bestimmt hätte, dann sagen sie, O unser Herr, hättest du doch nur einen Gesandten zu uns geschickt, so dass wir ihn hätten befolgen können und deine Gebote befolgen können, bevor eine Erniedrigung oder eine Schande über uns kommt. Subhanallah. Schaut die Antwort von diesen Leuten, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Gesandte geschickt. Und sie haben durch diese Gesandte erfahren, wie sie ihr Leben gestalten soll. Denn dieses Leben, was wir leben, ist für Allah, ist nicht für uns. Und das muss ein jeder verstehen. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, alle meine Handlungen, auch mein Leben und mein Tod gehören Allah. Dieses Leben ist hier nicht für dich. Und nicht, dass du denkst, dass du hier leben kannst, wie du willst. Dass du Alkohol trinken kannst, dass du Zina machen kannst, dass du Walayyadu Billah Glücksspiel spielst, Zinsen nimmst, dass du anbetest, was du willst, dass du deinen Gelüsten folgst. Dieses Leben ist nicht für dich, sondern dieses Leben lebst du für Allah. Und für Allah bedeutet nach der Richtlinie, die Allah Azza wa Jalla dir vorgesetzt hat, subhanahu wa ta'ala. Das, liebe Geschwister, bedeutet, dass wir eine Möglichkeit bekommen haben, in dieser Dunya selbst zu entscheiden. Jeder kann entscheiden, welchen Weg er einschlägt. Aber Allah Azza wa Jalla hat dir Gesandte geschickt, hat dir Bücher geschickt, außer dem Versprechen, was sowieso Allah Azza wa Jalla von Adam und seiner Nachkommenschaft genommen hat. Jetzt ist deine Frage,
warum lebst du nicht nach der Rechtleitung? Aha. Was sagen die Leute, wenn Allah ihnen keinen Gesandten geschickt hätte? Sie sagen, ja Allah, hättest du uns einen Gesandten geschickt? Warum schmeißt du uns gleich ins Hörnfeuer rein? Wir wollten eine Chance haben. Wir wollten eine wahrhaftige Chance haben. Schaut mal, subhanallah, diese Chance haben sie doch bekommen. Sie haben doch in der Dunya gelebt. Aber sie haben diese Chance nicht wahrgenommen von Allah. Hätte Allah ihnen keinen Propheten geschickt und hätte er sie sofort ins Hörnfeuer hereingeworfen, so wie er dieses auch für sie bestimmt hätte, was hätten sie gesagt? Wir brauchen einen Gesandten. Ohne einen Gesandten ist das unfair, ja Allah. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Rusulan mubashirina wa munzirin, li'anna yakuna linnasi ala Allahi hujja ba'da rusul. Wir haben Gesandte entsandt. Gesandte. Allah hat sie zu den Menschen gesandt, damit sie diesen Menschen beibringen, was Allah azzawajal von ihnen möchte. Was sind das für Gesandte? Sie haben frohe Botschaften. Und sie sind auch gleichzeitig Warner. Warum? Damit die Menschen vor Allah kein Argument haben. Deswegen hat Allah uns in dieser Dunya gesetzt. Weil, nochmal, wenn Allah Azza wa Jal Pharaon vor sich hat und Pharaon würde sofort in das Höllenfeuer hereingeworfen werden, dann würde er sagen, warum ja Allah? Warum soll ich sofort in das Höllenfeuer hereingeworfen werden? Wenn Allah ihm gesagt hätte, du wirst einen Gesandten zu dir geschickt bekommen, Musa alayhi salatu wasalam, und du wirst ihm nicht folgen. Und du wirst dich ihm widersetzen. Und du wirst versuchen, ihn zu töten. Und du wirst auch sagen, ana rabbukumul a'la, ich bin euer allerhöchster Herr. Deswegen bekommst du heute die Strafe. Was würde Pharaon sagen? Er würde sagen, ja Allah, ich bin doch nicht verrückt. Ich würde niemals dieses Üble begehen, damit ich heute in diese Strafe hereingeworfen werde. Das würde er sagen, Pharaon. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal uns diese Prüfungsphase gegeben, damit wir Zeugen gegen uns selber sind. Damit die Gesandten zu uns kommen und uns sagen, was richtig und was falsch ist, damit wir Yawmul Qiyamah nicht vor Allah Azza wa Jal sagen können, wir wussten von nichts. Siehst du die Barmherzigkeit Allahs? Aber was ist mit den Paradiesbewohnern? Wenn Allah Azza wa Jal jemanden für das Paradies bestimmt hat, erschaffen hat, und er geht sofort ins Paradies, dann werden die Paradiesbewohner sehen, ah, es gibt Stufen, die sind besser als unsere Stufen. Ja Allah, warum hast du uns nicht geprüft, so dass wir hätten noch mehr beten, noch mehr fasten, noch mehr spenden können, damit wir die höchsten aller Paradiesplätze erreichen. Daher hat Allah Azza wa Jal Subhana uns auf die Erde gesetzt. Warum? Damit keiner ein Argument hat vor Allah Azza wa Jal, dass er sagen kann, ich wusste von nichts. Siehst du die Weisheit Allahs Azza wa Jal? Und das ist traurig. Es gibt Geschwister, wenn sie eine Antwort nicht finden, dann gehen sie gleich vom Negativen aus. Dann sagen sie, ja, vielleicht gibt es für diese Frage keine Antwort. Ja, nur weil du die Antwort nicht kennst, heißt es nicht, dass es sie gibt. Kennst du die Hauptstadt von Togo? Jetzt, weil du sie nicht kennst, gibt es sie nicht? Das hat nichts damit zu tun, weil du eine Sache nicht kennst, weil du Jahil in dieser Sache hast, heißt nicht, dass es nicht eine Antwort darauf gibt. Mit Sicherheit gibt es eine Antwort. Und jede Tat Allahs Azza wa Jal ist mit voller Weisheit und mit vollem Wissen. Aber was ist unsere Aufgabe? Dass wir uns kundig machen, dass wir uns informieren und dass wir die Leute des Wissens befragen. Ich wiederhole nochmal, damit meine Geschwister das verstehen. Wenn Allah Azza wa Jal die Menschen, die er schon im Voraus für das Höllenfeuer oder für das Paradies bestimmt hat. Und Allah wusste ja über ihre Taten Bescheid. Allah wusste Bescheid, was sie machen werden, Yawmul Qiyamah. Allah wusste Bescheid, wie sie leben werden in dieser Dunya. Wenn Allah sie sofort ins Paradies oder in das Höllenfeuer eingehen lassen würde, dann würden sie sagen, ja Allah, stopp. Wir haben nicht unsere gerechte Chance bekommen. Ja Allah, warum gibst du uns nicht unsere gerechte Chance zu beweisen, ob wir das Höllenfeuer verdienen oder sogar das Paradies verdienen? Dann hätten sie dieses Argument vorgebracht. Und damit sie nicht dieses Argument vorbringen, hat Allah Gesandte geschickt. Und er sagt subhanahu wa ta'ala, mubashirina wa munzirin, Frohboten und auch Warner, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujja, damit sie vor Allah keinen Beweis haben, yawmul qiyamah, und sagen können, wir wüssten von nichts. Subhanallah. Subhanallah. Das ist Allah Azza wa Jal. Schaut, was jemand sagen wird, wenn der Todesengel auf ihn herabkommt. Hatta idha ja'a ahaduhum al-maut, qala rabbi irji'un, la'anni a'malu salihan fima tarak. Kalla.
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله berichtet über den Zustand, wo ein Todesengel die Seele von einem Käfer dabei ist zu nehmen. So wird dieser Käfer sagen, und derjenige, der gelebt hat wie ein Käfer, höre zu, damit dir nicht dasselbe passiert. Allahumma rzuqna husna al-khatima, ya rabbal alamin. Er wird sagen, oh mein Herr, schicke mich wieder zurück zur Dunya. Warum? Damit ich vielleicht von den guten Taten machen kann, beten, fasten, Koran lesen, dhikr, damit ich von den guten Taten machen kann, was ich vorher versäumt habe. Was wollen wir wissen aus dieser Ayah? Diese Person hat hier gelebt. Der hat seine Chance gehabt. Der hat gelebt, der wurde der Prüfung unterzogen, aber er hat ein falsches Leben gelebt. Dieser, obwohl er die Chance bekommen hat, gelebt hat, wird Yawm al-Qiyamah sagen, nochmal eine Chance, ja Allah. Und es gibt nur eine einzige Chance. Und ich sage euch das immer wieder, liebe Geschwister. Wir haben nur eine einzige Chance in diesem Leben. Wenn wir sterben, ist es vorbei mit dieser Chance. Yawm al-Qiyamah wirst du nicht weiter gute Taten bekommen können, denn da wird dein Buch geschlossen. Jetzt musst du Gutes tun, jetzt musst du wirken für die Akhirah und dann wirst du auch erfolgreich sein. Allahumma ja'alna min al-faizin. Aber wenn du nichts tust, dann wisse, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist gerecht und er hat dir eine Chance gegeben. Diese Person, er sagt, ja Allah, schicke mich zurück zur Dunya. Warum? Damit ich etwas von dem Guten tun kann, was ich verpasst habe. Diese Person hat gelebt, wurde geprüft, hatte seine Chance und sagt, ja Allah, schick mich trotzdem zurück. Was ist einer, der diese Prüfung nicht bekommen hätte? Der sofort ins Höllenfeuer hereingeworfen werden würde, wenn dieser Mann hier Allah azza wa jal sagt, ja Allah, schicke mich doch nur zurück, ja Allah. Ich möchte nochmal einen neuen Versuch starten. Subhanallah, dieser bittet Allah, was hätte er gesagt, wenn er diese Chance nicht bekommen hätte? Wenn er direkt ins Höllenfeuer gegangen wäre? Und daher, liebe Geschwister, sollten wir eine Sache verstehen. Diese Leute, die Allah darum bitten, höre zu, damit du weißt auch, was ein Kafir ist. Kafir ist kein Schimpfwort. Das Wort Kafir ist kein Schimpfwort. Das ist der Zustand über einen Glaubensverweigerer, der, liebe Geschwister, die Wahrheit bedeckt, die Wahrheit nicht annehmen möchte. Dieser, der vor Allah Azza wa Jalla steht, der dabei ist zu sterben und die Engel seine Seele nehmen wollen, der sagt, oh mein Herr, schicke mich zurück zur Dunya. Warum? Damit ich Gutes von dem tun kann, was ich unterlassen habe. Dieser hat die Wahrheit gesehen. Dieser weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist. Dieser wird Yawm al-Qiyamah, wenn er auch vor dem Höllenfeuer steht, liebe Geschwister, und zur Dunya zurückgeschickt werden würde, um eine neue Chance zu bekommen, dieser würde wieder dieselben Taten machen. A'udhu billah. Einer hat erkannt, dass Allah die Wahrheit ist und er hat das Höllenfeuer mit eigenen Augen gesehen. Er wurde vor dem Höllenfeuer gestellt und trotzdem macht er wieder dieselben Taten. Höre die Antwort Allahs Azza wa Jalla subhanahu. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Und wenn sie zurückgestellt werden würden zur Dunya, das heißt, wie sie behauptet haben, ja Allah, gib uns eine Chance, damit wir wieder Gutes tun. Wir werden diesmal keinen Schirk machen. Wir werden nicht die großen Sünden machen. Wir werden uns nur mit der Anbetung zu dir beschäftigen. Allah sagt, wenn er sie wieder zurückgeschickt hätte zur Dunya, diese Kuffar, dann hätten sie wieder dieselben Taten gemacht. Allahu Akbar. Verstehst du jetzt, warum Allah sie Kuffar nennt? Er sieht die Wahrheit, er sieht das Höllenfeuer vor sich und trotzdem kehrt er wieder zu seinem alten Leben zurück. Das, nachdem er die Wahrheit gesehen hat. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَنْ هُوَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Sie sind nichts anderes als Lügner. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Allah macht alles mit Weisheit, subhanah. Das ist richtig, dass er uns schon bereits für das Paradies oder für das Höllenfeuer erschaffen hat. Kein Zweifel. Allah hat schon alles festgeschrieben. Wie er in einer Überlieferung sagt, subhanahu wa ta'ala, إني خلقت هؤلاء للجنة
وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. Ich habe diese Gruppe von Menschen für das Paradies erschaffen und sie werden auch die Taten der Paradiesbewohner machen. Was heißt die Taten der Paradiesbewohner? Weil Allah Azza wa Jal Subhana von vornherein wusste, wie sie im Leben verfahren werden. Deswegen hat er es ihnen leicht gemacht, den Weg zum Guten bereitet, so dass sie es auch schaffen, diesen Weg zu beschreiten, Geduld zu haben auf diesem Weg und auf dieser Rechtleitung zu sterben. Allahumma la tumitna illa wa anta radin an. Aber es gibt andere, Allah wusste, dass sie nicht den Weg der Rechtleitung beschreiten wollen. Dass sie Kuffar sind und dass sie Allah und seinen Gesandten leugnen werden, so hat Allah es ihnen schwer gemacht im Leben, so dass sie nicht die richtigen, vernünftigen Taten auch ausgeführt haben und so gehen sie in das Höllenfeuer, wie Allah Azza wa Jalla in dieser heiligen Überlieferung sagt. وَخَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ. Und ich habe diejenigen für das Höllenfeuer erschaffen. وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ. Und sie werden auch die Taten der Höllenbewohner vollziehen. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. Dann fragte einer, فَفِيمَ الْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Was ist dann überhaupt der Nutzen, dass wir Gutes tun, dass wir überhaupt Taten begehen? Sollen wir uns nicht darauf ausruhen, was sowieso auf der wohlverwandten Tafel steht, ob wir ins Paradies oder ins Höllenfeuer kommen? So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, I'malu, macht gute Taten, kullum muyassarun lima khuliqa lah, macht gute Taten, begeht gute Taten. Jedem wird das leicht gemacht, wofür Allah ihn erschaffen hat. Jedem wird das leicht gemacht, wofür er ihn erschaffen hat. Und hier siehst du, subhanallah, es gibt Leute, wallahi, wenn du schaust, wie sie leben, sie haben schwere Umstände. Sie leben vielleicht in einem Kriegsgebiet. Sie haben vielleicht nichts Richtiges zu essen, nichts Richtiges zum Anziehen. Und sie vergessen Allah, ihren Herrn, nicht. Weil ihre Herzen gesund sind. Weil ihre Herzen gesund sind. Deswegen vergessen sie Allah, ihren Herrn, nicht. Allah gibt ihnen die Kraft, subhanallah, dass sie durchstehen, diesen Weg zu beschreiten. Weil er kennt ihre gesunden Herzen. Aber andere Leute, die nicht in so einem Gebiet leben, die alles haben, alles Annehmliche im Leben haben, sind die Kuffar durch und durch undankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen lässt Allah azza wa jal sie nicht zum Weg der Rechtleitung kommen. Das ist alles. Das heißt, alles hat mit deinem Herzen zu tun. Ist dein Herz gesund und La ilaha illallah passt nur in einem gesunden Herz herein, dann Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gehörst du zu den Gläubigen. Aber ist dein Herz krank, so wird Allah Azza wa Jal es dir niemals ermöglichen, höre zu, diesen Islam anzunehmen. Das heißt, warum leben wir in dieser Dunya? Eine einfache Antwort, damit Allah Azza wa Jal den Beweis gegen uns bringt. Und damit wir nicht sagen, ja, Yawmul Qiyamah, hättest du doch einen Gesandten geschickt, dann hätten wir auch Gutes getan. Nein, Allah Azza wa Jal hat diese Gesandten zu uns geschickt. Er hat uns Bücher gelassen und Yawmul Qiyamah, wenn die, und damit schließe ich ab, wenn die Kuffar in das Höllenfeuer hereingeworfen werden, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er diese Gegebenheit erwähnt, so werden die Höllenbewächter zu den Kuffar sagen, Alam ya'tikum nadhir, ist zu euch kein Warner gekommen? Ist zu euch kein Warner gekommen? Sie werden sagen, doch, zu uns ist ein Warner gekommen. Zu uns ist ein Warner gekommen. Das heißt, Allah lässt niemanden in das Höllenfeuer hereingehen, außer dass dieser Kafir zugibt, dass er das Höllenfeuer verdient. Schluss aus. Und so ist unsere Anliegen. Jeder Kafir, der hereingeht in das Höllenfeuer, jeder Fasiq, ein übler, offenkundiger Sünder, der hereingeht in das Höllenfeuer. Und es sind nicht nur Nicht-Muslime, die in das Höllenfeuer hereingehen. Es wird auch einige von den Muslimen geben, die in das Höllenfeuer hereingehen, wie es in einer Überlieferung bei Abu Huraira heißt, und ich mache sie ganz kurz, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, von 100 werden 99 in das Höllenfeuer hereingehen. Und die Gelehrten haben gesagt, die Überlieferung mit Ya'juj und Ma'juj ist für die Gemeinschaften vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie Ibn Hajar al-Asqalani in Al-Fath sagte, ist für diese Umma, von 100 Leuten werden 99 in das Höllenfeuer reingehen. Wundert uns das? Wundert uns das? Wie kommt zu einem, der heißt Muhammad, der heißt Abbas? Wir sagen, bete. Er sagt, das ist für Leute von der früheren Zeit. Wir sagen, lies im Koran. Er sagt, dieses Buch hat gelbe Blätter. Subhanallah. Soll so jemand in das Paradies hereingehen?
Schaut euch um, guckt euch um in eurer eigenen Verwandtschaft, in eurem eigenen Bekanntenkreis. Wir sind froh, wenn heutzutage einer betet. Wallahi al-Azim, was ein Muslim von einem Kafir trennt, das Gebet. Du sagst, Subhanallah, wo ist sein Gebet? Er sagt dir, schau mal, wir müssen arbeiten, wir müssen leben. Allah, er hat dir schon der List geschrieben, deine Versorgung. Wie kommt es, dass du Allah nicht kennst, dass du Allah bestätigst, dass er der Versorger ist, aber selber lügst du und sagst, ja, ich krieg sonst meine Versorgung nicht. Allah hat dir doch schon deine Versorgung geschrieben, aber er will nicht beten. Aber um 3 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens, und ich spreche die Leute hier an, die um 3 Uhr morgens aufstehen, um 4 Uhr morgens aufstehen, um 5 Uhr morgens aufstehen und kein Problem haben, zur Arbeit aufzustehen, aber sie haben ein Problem damit, Allah anzubeten. Manche Gelehrte sagen, diese Leute sind kein Muslim. Ja, Ikhwa, wollen wir uns anlügen? Wollen wir sagen, ja, natürlich, du kannst alles machen. Leben wie ein Teufel und zum Schluss gehst du ins Paradies herein. Ich bin nicht jemand, der euch anlügt. Es gibt Leute, 1000 Leute hier in Berlin. Ihr könnt zu ihnen hingehen. Bitte, ahlan wa sahlan. Wallahi, die lügen, was das Zeug hält. Hauptsache Partys in den Moscheen. Hauptsache, dass sie alles gemischt machen. Dass sie den Leuten immer nur nach ihren Gelüsten trachten. Weder kriegst du dort deine Religion zu lernen, noch kriegst du irgendetwas zu lernen, was für dich ein Nutzen ist. Bitte schön, geh zu diesen Moscheen. Wir bringen hier den Leuten Aqida bei, damit sie wissen, was ist das Leben von einem Muslim und was ist das Leben von einem Kafir. Wir bringen den Leuten bei, dass sie islamischen Adab haben, gutes islamisches Benehmen. Und es gibt Leute, die wollen euch etwas anderes beibringen. Aber das ist nicht unser Problem. Alhamdulillah, wir werden vor Allah Azza wa Jal sagen, dass wir hier, alhamdulillah, immer ein Programm hatten. Jeden Tag gibt es hier Unterrichte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deswegen, liebe Geschwister, wo wird die Ausrede sein, Yawm al-Qiyamah? اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه اللحظة الطيبة المباركة الكريمة العظيمة أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل النقم والتي تنزل البلاء والتي تحبس الدعاء والتي تقطع الرجاء. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.